Herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, und ich bin mal hier weiter runtergegangen, wo diese Spider-Dinger da auf der Fläche waren. Und habe hier ein Echo. Der Himmel erleuchtet von Feuer und Blut und Kugeln schreien. Einer unserer Späher kam wie immer von seiner Morgenpatrouille zurück, außer dass er dieses Mal brannte. Seine Haut war schwarz und kross, seine Stimmbänder gekocht. Als wir um ihn kreisten, bereit, seine Kohle aufzuteilen, schrie er mit letzter Kraft ein Wort: Firehawk! Okay, ob das jetzt wichtig ist, die Dinger zu finden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich hier nichts gefunden, was. Ach, hier war ja noch eine Stelle, ja. Hier war noch ein Zelt. Und da waren noch Gegner. Die Munition nehmen wir mit. Man sollte auch immer mal hinter ein Zelt oder so gucken. Könnte auch noch was liegen. Den machen wir mal alle. Autobahn auf dem Feld! Weiter so geschätzt! Das ist so ein Feuerfritze. Ja, danke schön, Geschütz. Hat jetzt hier gerade einer von hinten noch? Lass mich mal rein. So viele können jetzt hier auch nicht mehr sein. Okay, der flippt aus. Aber er hat keine Chance, uns zu erreichen, da unsere Waffe besser ist. So, wir waren ja eh voll, ne? Glaube ich. Ah, Moment mal. Ne, ist schlechter wie unseres. Das seht ihr jetzt hier rechts. Ich hoffe, wir finden noch das Ding, was das ausschaltet, da diesen Strom. Das. Ist das nicht dieser? Aber das ist ja das Anfangsgebiet hier unten. Oder? Ne, da ist noch eine Kiste. Komme ich denn da hin? Von hier auf jeden Fall nicht. Da unten waren wir gerade. Dann müssen wir da hinten irgendwie. Geht das nicht abzuschießen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Schauen wir uns hier oben noch ein bisschen um. Ist zwar echt schade, wenn ich das jetzt nicht finden würde. Weil irgendwo haben die. Muss ja der Strom auszuschalten gehen. Ich weiß es nur nicht, ob das hier war. Weil da unten ist ja definitiv der Anfang. So, da haben wir nichts. Aber jetzt wissen wir auch mal, wie wir hier hochkommen, ne? Da hat man ja zum Anfang keinen Weg gefunden. Kohle. Das Ding hier vielleicht? Aber da geht ja gar kein Kabel weg. Ich hätte mal gucken sollen, ob da irgendwo ein Kabel weggeht. Können wir dann auch. Und hier haben wir, glaube ich, noch eine Waffenkiste. Tatsächlich ganz einsam. Okay, ich habe zwar nichts gesehen, dass du was aufgenommen hast. So, dann gucken wir mal. Glasmods. Erfordert Glasmods eine Abklingzeit. Plus 2 listenreicher Skill. Ja, aber unser tut die Gesundheit aufladen. Der ist auch für uns. Schockschaden, Resistenz, Elektroschaden. Von der Sirene.
Und das ja. Leider sind die alle nicht. Ich kann nur eins aufnehmen, aber die geben gut Geld, wie ihr seht. 200. Dann gucke ich mal, was ich rausschmeißen kann. Die gibt ja auch über 200. Die zum Beispiel, die gibt bloß 99, die kann raus. Ja, hier diese. Der raus, der raus, der raus. Die weißen Schilder hier, die geben auch nichts. Schmeißen wir die auch mal raus. So, haben wir uns ein bisschen was entsorgt und können jetzt die Dinger aufnehmen. Wir behalten aber unseren, weil unser Leben ein bisschen auffüllt. Ja, sonst war hier jetzt nichts, ne? Außer die Kiste. Das Teil hier, was man nicht kaputt machen kann. Da oben kann man auch nochmal raus. Dann da runter springen und da wieder rein. Boah, ist ja wie ein Irrgarten. Und da unten ist der Anfang, wo die Reisestation ist. Tja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das sein soll. Also hier mit dem... mit Strom ausschalten. Da vielleicht irgendwo? Das Ding sieht ein bisschen... größer aus. Haben wir hier irgendwo einen Schalter oder so? Nur eine Kiste mit 3 Dollar. Schade, ich hätte gerne... Was ist hier rum? Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Ne, hier lang. Und hier vor, ne? Und da ist immer noch Strom drin. Ach, wir sind ja auch... Weiß, was man machen sollte. Man sollte immer das Kabel folgen. Genau. So, das Kabel geht da lang. Geht da lang. Und geht da hinten hin. Ja, das sollte ich vielleicht das nächste Mal mal... drauf achten, denn Strom kommt ja nie einfach aus der Luft. Hier ist das nämlich. Hier geht das Strom rein und da haben wir auch irgendwas. Hier. Waren wir schon gewesen, habe ich nicht gesehen, sorry. Aber jetzt haben wir es dafür. So, und jetzt müsste das Ding auch auf sein. Wenn jetzt hier nichts Besonderes drin ist. Ja, sieht mal zumindest schon mal gut aus. So, die Sniper. Ah, Level 9. Und eine Shotgun. Ich nehme sie mal mit. Ja, war jetzt nicht so das, ne? Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Aber jetzt, können wir definitiv wieder zurück. Hier runter. Ah, ja, 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 ja. War ja klar, dass ihr mich hier nochmal... dass ihr neu gespawnt seid. Ja, und diese kleinen Viecher, die mich anspringen... wollte ich jetzt eigentlich mal mit... So. Ah, hast dich verletzt. Hat Gift gekriegt. So, wir mussten hier zurück, ne? Hier war das doch gewesen. Thank you.
Alter Schwede. Jetzt aber gut. Oh. Feuerteufel. Noch ein Glasmod. Assault, Riffel, Magazin, 18%. Der ist an für sich gar nicht mal so schlecht. Der würde von unserer Machine Gun. War doch für den Machine Gun, ne? Riffel. Kam hier direkt mal raus. Ja, wir sind eh voll. Ich will aber jetzt hier bloß zurückgehen, um den anderen Weg wieder zu gehen. Ja, jetzt kommen hier natürlich auch wieder Viecher. Okay, die sterben, indem sie uns anspringen, kriegen sie Gift. Ich hoffe mal nicht, dass hier so viele Gegner jetzt nachgespawnt sind. Ja, die Spinnviecher auf jeden Fall. Ja, die anderen auch. Okay, schmeißen wir mal hier das Geschütz hin. Die Autogun macht Hackfleisch aus ihnen. Ja. Denn wir waren ja schon hier oben gewesen. Soll das jetzt verheißen, dass die auch nochmal wiederkommen? Die Psychopathen hier, die beiden Großen? Ja. Die kommen auch nochmal. Ganz ruhig, Großer. Was sagt der Kung Fu? Ganz ruhig. Abklingzeit und Nahkampf. Ach, das ist für. Nee, das ist nicht für unsere Klasse. Ich warte mal. Granate fliegt! Schmerz! Welche Wunde! Sieh mich an, wenn ich auf dich. So. Mein lieber Freund. Der hat auch nochmal. Ach, ein Granatenmod, aber. Ist jetzt auch nicht besser. So, jetzt gehen wir definitiv aber hier weiter. So, da waren wir ja auch schon gucken. Wir waren ja schon hier vorne gewesen an dem Teil. Dürfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Die erledigen wir mal gleich von hier aus. Ja, 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 ja. Mach mal hier jene Welle. Alles Paletti. Ich habe hier schon wieder so viel gehört. Manchmal nimmt das einfach nicht. So, da müssen wir anscheinend weiter. Da unten. Hier aber erstmal hier oben gucken. Ob hier noch was ist. Ach, das war anscheinend das Spider-Nest. Oh, jetzt habe ich gerade. Ich habe hier gerade einen Schatten gesehen. Hab ich doch richtig gesehen. Ja, du kannst ja gleich mal sterben, ne? Wo? Da, schon wieder. Himmel! Ja, die Kleinen, die mich anspringen, wie gesagt, die sterben sofort. Die lassen einen Haufen Snipers fallen. Hier, er hier zum Beispiel. Spring ich mal an. Spring mich doch mal an. Das sieht aus, als ob er mich locken will.
Dann stirbst du mal hier ganz geschmeidig. Der hat wahrscheinlich gewusst, wenn er mich anspringt, dass er dann mit Gift und so verseucht wird. Das ist nichts. Immer noch ein Gifthaufen. So. Hier unten liegt auch noch eine Kiste. Ja. Immerhin ein Päckchen. Magazine. So, von da sind wir gekommen. Genau. Könnte ich dann jetzt hier... Hier haben wir noch Kisten. Die. So, hier ist noch eine. Ja, ihr sagt jetzt vielleicht, habe ich mir jetzt schon mal so überlegt, ja, du musst ja nicht alles mitnehmen. Aber ich würde schon gern alles mitnehmen. Der war ja mal gut, ne? Also ich würde schon gern alles mitnehmen. Ihr könnt ja dann auch immer ein Stück vorspulen oder so. Also ich würde schon gern alles durchsuchen. Hier habe ich keine Muni. Das Gebiet sieht auch... Da drüben kann ich auch noch hin. Hier sieht es mir aber... Hauen wir den mal weg. Wir gehen doch erstmal darüber auf die andere Seite. Portion Hass hattest du für mich dabei. Alles klar, lass den mal da schießen. Wir gehen erstmal gemütlich hier oben hin. Jo, ist ja gut. Meinst du? Das ist auch schon wieder Sonne. Wie soll man denn da hinkommen? Wo ist er denn? So, du gehst mal Bahn. Ja, die Zeit, die rennt wirklich. Ich gehe aber trotzdem mal hier oben lang. Ich glaube... Da oben. Oh, da ist ein Beuteschurke. So, hauen wir mal das Geschütz hoch. Die uns nicht hier auf den Sack gehen. Oh, der hat eine Kiste auf dem Rücken. Seht ihr das? So, der ist erledigt. Oh, jetzt hast du uns erwischt. Irgendein Schwein hat das Fass getroffen. Das meinte ich. Deswegen sollte man die Fässer eigentlich immer abschießen. Spritzt ja auch runter, ne? Sozusagen. Ja, leider nichts für uns. Entschuldigung. Wir könnten ja auch mal mit der Sniper hier ein bisschen. Ah ja, öffne mal. Ja, prima. Ich sehe hier gar nichts. So, ja. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Was hat er hier unten noch? Ne, seht ihr ja, die Werte sind alle schlechter wie unseres. Könnte man höchstens hier gucken. Munition. Nicht mal Munition hat er für uns. Schade. Und
Ich dachte, dass so ein Typ mit so einer Kiste auf dem Rücken eventuell. Ja, hier sind schon wieder diese. So aufpassen. Oder da. Das wollte ich eigentlich vorhin von da vorne aus treffen. Oh, Moment. So, den Huster habt ihr nicht gehört. Die werde ich auch mal gleich ausschalten. Sicher ist sicher. Und wir haben gar nicht mehr so viel Munition. Wie kommt man denn da hin? Indem man da einfach hingeht. Nein, nicht so weit springen. Kiste, geil. Ah, was haben wir denn hier? Ein schlechtes Sniper. Und ja, auch schlechter wie unsere. Wir können sie sowieso nicht mitnehmen. Verdammt. Ich hätte mir doch jetzt echt mal noch eine bessere Waffe wieder. Obwohl die ja nicht schlecht ist hier, ne? Unser Explosiv. Oh, was ist denn heute nur los? Ist auch wieder eine Dämse hier in meinem Zimmer. Heute sollen es ja 40 Grad werden hier bei mir. In der Gegend. So, da schmeiße ich euch mal, ne? Diese Scheiße. Oh, ihr müsst entschuldigen. Ich kann auch nicht laufen jetzt das Mikro immer ausmachen. Aha, da geht's hinterm Zelt. So, der Geschützturm packt sich wieder ein. Aber es waren natürlich noch nicht alle. Die Sau schießt mit Feuer. Ist er gestorben? Ich werde überleben. Du nicht. Oder hast du mit Feuer geschossen? Zerstören. Großer Gott. Nein, was mache ich denn? Das ist es ja. Eine gute Waffe gegen eine hässliche Dingswaffe austauschen. So, da geht's weiter. Ich werde aber mal mich hier noch umschauen. So, falls da jemand in der Hütte war, hat er jetzt auf jeden Fall was abgekriegt. Da kann ich nämlich noch hochgehen. Ah ja, hier die verdammten Fässer überall. Ich muss nämlich noch ein bisschen Munition finden. Ich sag ja, das wäre viel einfacher, wenn man einen Glasmod hat, der Munition regeneriert. Aber ich glaube, die gibt es auch erst viel, viel später. Schade, nichts drin mehr. Hier haben wir noch eine. Ja, Kohle ist natürlich auch immer gut. Die braucht man ja. Okay, dann gehen wir hier hoch noch. Ah, es gefällt mir nicht, dass hier so viele Fässer immer stehen. Meine Mama hat mich auch immer so angeschaut. Gucken wir mal unser Geschütz hoch. So. Das ist das Geile an den Commander mit seinem Geschützturm. Ne? Man schmeißt ihn mal eben, hat jetzt keine Lust. Oder weil man eben gerade. Was ist das hier? Weil man gerade. Ja, erschöpft ist, also wenig Leben hat oder so, dass man sich zurückziehen muss. Und damit die einen nicht folgen und so, schmeißt man halt mal den Geschützturm da einfach hin. Und ja, und der erledigt dann alles.
So, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. So, okay, dann war es das hier eigentlich. Dann können wir... Ich muss auch wieder einen Schnitt machen, aber ich gehe aus Sicherheitsgründen, dass die hier eventuell nicht alle nochmal spawnen. Das ist es, das Versteck des Firehawks. Sei vorsichtig, Freund. Mach dich auf jede Menge Fallen gefasst. Er lebt ja immer noch. So, jetzt aber nicht mehr. Oh, die ist bei allem besser, bis auf der Schaden. 2x23 ist jetzt nicht so viel. Wir machen 95. Das ist 40. Aber Magazingröße. Feuerstoß während Zoom. Ach, das ist so eine, die wir schon mal hatten. Die, na gut. Nee, so gut ist sie dann doch nicht. Moment mal, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Da muss ich hin. Aber hier geht auch noch ein Weg lang. Oh Gott im Himmel! Ich kann mein eigenes brutzelndes Fleisch schmecken! Siehst du? Fallen. Sieh zu, dass dir das nicht passiert. Ah, hier ist eine Leiter. Weil ich hatte nämlich eine Erinnerung, dass hier irgendwo so ein Zeichen ist, wo hier Eis war und so. Ha, da. Genau, das nehmen wir noch mit. Da haben wir nämlich schon wieder eine Herausforderung gelöst. Ja, und dieses kleine Ding hier, das habe ich eigentlich gesucht, weil man hier mit einer Leiter wieder hoch kann. So. Jetzt ist da noch so ein Idiot. Da hat er aber... Badass war... Badness. So, wir gehen mal hier rein. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier irgendwo noch ein Speicherdings finde. Was ist das für ein Teil? Feuer. Ich weiß, dass ich schon wieder über die Zeit liege. Hier liegt ein Toter. Oder tut er nur so? Nee, er ist wirklich tot. Ach, die sind hier verbrannt worden. Ah, hier ist... Ja, 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 jetzt haben wir uns auch entzündet. Okay, dann kann ich hier einen Schnitt machen. Ich hoffe mal, wir spawnen auch das nächste Mal hier. Ich weiß gar nicht, wie das... Ja, ich denke mal schon. Okay, dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Borderlands 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst da Kommentare und Likes. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ihr würdet mich damit ein bisschen unterstützen und sage tschüss.